Veteranen einen Ausfall gesehen. Das ist ewig her. Hatte 34 Punkte, er war mit Yvonne Holz punktgleich und jetzt scheint die Rechnung aufzugehen, denn Yvonne Holz hat eben gewonnen und sie wird 2 Punkte mehr mitnehmen aus dem letzten Lauf gegenüber Gaga Bastard, gegenüber Benjamin Killer, der hier auf Platz 2 unterwegs ist und damit haben die Blue Jacks alles richtig gemacht, in der Zeit sind es 2 und 3 ist damit vergeben, so scheint es. Und Gaga Bastard muss sich mit einem vierten Platz zufrieden geben, obwohl sie hier jetzt noch einmal Zweiter werden. Robby Mahn und die Rennleute, 5-mal gefahren, 5-mal gewonnen. Ein grandioser Auftritt von den Rennratten aus Grimmel. Sie holen sich den Sieg in der 80-Festklasse. Sie haben 5 Siege am Stück eingefahren. Robby Mahn, Locke, wie sie ihn alle nennen, auf Platz 1. Und die Blue Tanks haben mit ihrer taktischen Maßnahme Platz 2 und 3 gesichert. Benjamin Killert kommt als Zweitplatzierter nicht mehr daran, muss sich mit dem vierten Platz für Gaga Bastard zufrieden geben. Oh, da muss man schon.